Radio Vorarlberg. Fokus. Themen fürs Leben. Mit Georg Fabian. Willkommen bei Fokus. Unverletzlich und unverwundbar. Das scheint für einige seit jeher erstrebenswert zu sein. Man denke an die griechische Mythologie. Als die Mutter eines gewissen Achilles versuchte, diesen unverwundbar zu machen, was, wie wir wissen, fehlschlug. Oder auch an die Nibelungensage von Siegfried, der im Drachenblut badete, um unverletzlich zu werden, ebenfalls ohne vollen Erfolg. Ein Lindenblatt war im Bart zwischen seine Schultern geraten und so blieb auch dieser Held antastbar, und zwar tödlich. Heutzutage träumen manche wiederum vom Transhumanismus, der Verbindung von Mensch und Maschine und der mit einhergehenden Unzerstörbarkeit. Die Science-Fiction-Figur Terminator musste dennoch dran glauben. Unsere Referentin, Philosophin Dr. Barbara Schmitz, bricht heute eine Lanze für die Verletzbarkeit des Menschen und sie hinterfragt die viel zitierte Resilienz als quasi Wunderelixier gegen jegliche Verletzung. Ihren Vortrag Verletzbarkeit und Resilienz in einer beschleunigten Gesellschaft hat sie bei den Feldkircher Palais-Gesprächen gehalten. Meine Patentante war eine beherzte, fröhliche und zupackende Frau, die sich gern beim Erzählen von Geschichten herzhaft auf die Schenkel schlug. Und sie war es, die mich zum ersten Mal über das Thema Verletzbarkeit nachdenken ließ. Wenn ich nämlich in ihren Augen zu verletzlich reagierte als Kind, dann pflegte sie mich stets ganz eifrig zu belehren. Sie sagte stets, auch sie sei früher so verletzbar gewesen, habe das aber abgelegt, als sie 25 Jahre alt gewesen sei. Und sie unterstrich diese Aussage, diese Lektion in Sachen Lebensführung, immer mit einem waagerechten Strich in der Luft, so als würde sie etwas abschneiden. Und ich habe natürlich bald herausgefunden, dass meine Patentante mit 25 Jahren geheiratet hatte. Eine Ehe, die fast 50 Jahre dauern sollte. Die Verletzbarkeit ablegen. Ich stand diesem Ratschlag als Kind stets mit großem Staunen, ungläubiger Bewunderung und vagem Unbehagen gegenüber. Wie konnte man die Verletzbarkeit einfach ablegen, abgeben? War sie nicht was, was zum Leben dazugehörte? Einerseits schien mir das ja ganz verlockend, wenn man nicht mehr verletzbar sein würde. Ich dachte, wie gut gegenüber anderen Kindern, wenn eine Beleidigung, ein Schlag, eine Ungerechtigkeit nicht mehr wehtun würde. Aber andererseits schien mir auch etwas Positives mit der Verletzbarkeit verknüpft, das ich aber nicht richtig fassen konnte. Würde mit dem Verlust der Verletzbarkeit nicht auch etwas verloren gehen, das wichtig war? Brauchte man die Verletzbarkeit denn nicht? Was war sie denn überhaupt? Das sind ein paar der Fragen, über die ich heute mit Ihnen nachdenken möchte. Verletzbarkeit ist ein Thema, das jeden angeht. Also jeder von uns hat schon seine eigene Verletzbarkeit erfahren. Und da gibt es dann eine ganze Vielfalt ja auch von Verletzungen, die man erfahren kann. Also das Ende von einer Beziehung, sei es durch Tod oder Trennung, kann einem natürlich sehr schmerzhaft die Verletzbarkeit bewusst machen. Oder eine Krankheit oder der Erwerb einer Behinderung kann einem das Gefühl von Stärke und Unverwundbarkeit nehmen. Oder eine Naturkatastrophe kann das eigene Wohlbefinden so erschüttern, dass auch die Grundbedürfnisse nicht mehr befriedigt werden können. Oder eine Gewalttat wie ein sexueller Übergriff kann das Vertrauen in andere vehement verletzen. Für uns alle ist die Frage relevant, wie verhalten wir uns gegenüber unserer Verletzbarkeit? Wie gehen wir damit um, dass uns als Menschen auch Schweres und Schlimmes widerfahren kann? Und diese Fragen betreffen uns nicht nur als Individuum, sondern auch die ganze Gesellschaft. Wie sollte eine Gesellschaft beschaffen sein, sodass Menschen als verletzbare Wesen darin Platz haben? Wie gehen wir mit denen um, die als besonders verletzbar gelten? Sie erinnern sich sicher noch an die vulnerablen Gruppen, die in der Pandemie eine so große Rolle gespielt haben. Was ich Ihnen gern zeigen möchte, ist, dass es nicht nur unmöglich ist, die Verletzbarkeit abzuschaffen, wie meine Patentante das vorhatte, sondern dass darüber hinaus Verletzbarkeit eine wichtige Quelle menschlichen Verbundenseins ist. Verletzbarkeit ist, so könnte man sagen, gleichermaßen Auftrag wie Geschenk, ebenso Gabe wie Aufgabe. Um den Menschen besser zu verstehen, müssen wir uns mit seiner Verletzbarkeit auseinandersetzen. Und wir müssen uns auch damit auseinandersetzen, was die gängige Antwort auf Verletzbarkeit zu sein scheint in unserer Gesellschaft, nämlich dieses Zauberwort Resilienz.
Barbara Schmitz ist Dozentin für Philosophie an der Universität Basel. Unter anderem gibt sie auch Philosophiekurse für Ärzte und Psychotherapeuten. Der Begriff Verletzbarkeit ist zwiespältig, sagt Frau Dr. Schmitz. Auf der einen Seite will niemand vulnerabel sein, das wird als Störfaktor gesehen. Andererseits wird die Verletzlichkeit von vielen geradezu angepriesen. Empfindlich und sensibel zu sein sei wichtig. Philosophin Barbara Schmitz ist mit beiden Aspekten nicht so richtig zufrieden. Ich will gern diesen Begriff der Verletzbarkeit ein bisschen genauer ansehen. Und ich glaube, es gibt da in unserer Gesellschaft eine ganz eigentümliche Ambivalenz des Begriffs. Auf der einen Seite hat sich der Begriff vulnerabel etabliert. Jeder kennt ihn seit der Pandemie. Und dieser Begriff wird auch meistens statt verletzbar gebraucht. Warum, kann man sich fragen, wenn wir doch so ein schönes deutsches Wort haben? Und ich glaube, das liegt an zwei Dingen. Zum einen, dass das Fremdwort aus dem Englischen direkt übersetzt wird und sich viele Wissenschaften dann einfach an das Wort vulnerabel gewöhnt haben. Zum anderen aber auch, dass das Wort technischer und unpersönlicher klingt als das deutsche Wort verletzbar. Und als vulnerabel gilt heute beinahe alles. Energiesysteme, Denkmäler, das Grundwasser, die Infrastruktur, Computersysteme, Atomkraftwerke, Firmen, Häuser, Städte, Länder und sogar die Schweizer Banken. Bei all diesen vulnerablen Gegenständen, könnte man sagen, geht es stets um ein System, das beschädigt werden kann. Die Vulnerabilität ist da immer ein Störfaktor, die möglichst ausgemerzt, abgeschafft, vermindert werden soll. Das ist aber nur der eine Teil der Geschichte. Auf der anderen Seite gibt es in unserer Gesellschaft eine seltsame Betonung der Verletzlichkeit. Ja, man könnte geradezu sagen, es blüht eine Preisung der individuellen Verletzlichkeit. Es fehlt nämlich nicht an Ratgebern, dass man sich verletzlich zeigen soll. Zu dieser Betonung der individuellen Verletzlichkeit passt es, dass sehr viele Leute heute gern als hochsensibel bezeichnet werden möchten. Der Trend geht dahin, dass man möglichst sensibel sein will. Und auch im öffentlichen Raum finden wir das, indem Gruppen oder Einzelpersonen immer öfter ihre Sensibilität betonen und sagen, man solle auf diese Empfindlichkeit Rücksicht nehmen. Man redet deswegen auch davon, dass wir in Richtung einer hypersensiblen oder, wie es jetzt in dem neuen Buch heißt, vulnerablen Gesellschaft gehen. Und was auffällt, wenn man diese zwei Tendenzen anguckt, also die Vulnerabilität einerseits und die Verletzlichkeit andererseits, dann ist das ja, dass das beide ganz extreme Sichtweisen sind. In dem einen Fall wird die Verletzbarkeit fast verleugnet, sie soll abgeschafft, vermindert, überwunden, begrenzt, unterbunden oder eben abgelegt werden. Und im anderen Fall soll sie anerkannt, ausgelebt, ausgekostet, genossen, ja, ihr soll regelrecht gehuldigt werden. Ich glaube, beide Weisen werden der Verletzbarkeit nicht gerecht. Weder diese Idee, dass Vulnerabilität einfach ein Störfaktor ist, noch die Idee, wir sollten einfach unsere individuelle Verletzlichkeit möglichst weit ausleben. Stattdessen möchte ich einen dritten Begriff vorschlagen. Also zwischen Vulnerabilität und Verletzlichkeit möchte ich von Verletzbarkeit reden. Und damit meine ich erst einmal, dass alle Menschen in gewisser Weise verletzbar sind. Es gehört zu einem menschlichen Leben dazu, dass ein Mensch verletzbar ist. Und das ist jetzt nicht nur eine individuelle Empfindlichkeit und das ist auch nicht ein Störfaktor, sondern das ist erst einmal Teil der Conditio Humana. Und das teilen wir auch mit allen lebendigen Wesen. Es gehört dazu, wenn man lebendig ist, dass man auch verletzbar ist. Wenn wir Verletzbarkeit als diese lebendige Verletzbarkeit verstehen, dann bedeutet das zum einen, dass wir verstehen können, dass Verletzbarkeit erstmal sowas heißt wie Offenheit der Welt gegenüber. Und das bedeutet nicht per se erstmal etwas Negatives. Sie können dabei an die Haut denken. Unsere Haut ist natürlich sehr verletzbar gegenüber Stoß oder Verbrennung oder Druck oder Riss. Aber durch die Haut machen wir ja auch ganz viel wertvolle Erfahrungen. Eine andere Person, die uns streichelt, eine Hundezunge, die über den Arm leckt oder auch nur ein angenehmer Windstoß. Das alles sind ja Erfahrungen der Haut, die nicht möglich wären, wenn die Haut nicht auch verletzbar wäre. Das heißt, Verletzbarkeit ist mit einer Offenheit der Welt gegenüber und damit auch mit
der Möglichkeit, positive Erfahrungen zu machen, verbunden. Und das unterscheidet menschliche Verletzbarkeit erstmal von der Verletzbarkeit eines Systems. Hinzu kommt, dass lebendige Verletzbarkeit, weil sie Offenheit ist, auch Berührbarkeit bedeutet. Der Mensch ist ja ein Wesen, das berührt werden will, auf ganz verschiedenen Ebenen. Ich habe ja gerade schon die Haut erwähnt, die man zärtlich streicheln kann, aber natürlich auch die Berührung durch ein Gespräch, durch einen Text, durch ein gutes Buch, durch das Hören eines Musikstücks oder auch nur durch den Gesichtsausdruck eines anderen. Alle diese Arten von Berührbarkeit sind ja Teil eines guten Lebens für uns, gehören für uns oft zum Glück dazu. Dazu gehört es eben auch, dass der andere mich auch so berühren kann, dass er mich verletzen kann. Sogar schon, wenn er einfach wegsieht. Also auch das Nicht-Hinsehen kann ja eine Weise der Verletzung sein. Was wir sehen, wenn wir Verletzbarkeit so als Offenheit und als Berührbarkeit verstehen, das ist, dass Verletzbarkeit geteilt wird unter Menschen. Und zwar nicht nur in der Weise, dass wir sagen können, naja, jeder Mensch hat sie, so parallel zueinander, sondern wir können Verletzbarkeit auch in dem Sinne teilen, dass wir uns um die Verletzbarkeit des anderen kümmern können, dass wir seinen Schmerz teilen können, seine Freude teilen können. Wir sind aufeinander angewiesen, wenn es um unsere Verletzbarkeit geht, ganz besonders, wenn wir jung sind oder alt sind oder bei schwerer Krankheit. Das heißt, Verletzbarkeit ist immer auch eine gemeinsame Angelegenheit und findet in einem sozialen Miteinander statt. Im Grunde hängt, glaube ich, die Verletzbarkeit ganz eng damit zusammen, dass der Mensch ein soziales Wesen ist. Dass er nicht nur autonom handeln kann, sondern immer auch als soziales Wesen in einer Gemeinschaft steht. Und wenn wir jetzt nochmal diese drei Begriffe von Verletzbarkeit ansehen, die ich jetzt gerade skizziert habe, also die Vulnerabilität einerseits, die Verletzlichkeit andererseits und die Verletzbarkeit, um die es mir geht, dann sehen wir, dass damit natürlich auch verschiedene Haltungen verbunden sind. Wer von Vulnerabilität redet, will ein möglichst kleines Risiko. Wenn man das auf den Menschen überträgt, kommt das schnell dazu, dass man sich das Funktionieren des Menschen so ein bisschen wie so eine Maschine vorstellt, bei dem man ein möglichst kleines Risiko des Ausfalls haben will. Also, da wird Vulnerabilität ist ein Störfaktor. Sieht man Verletzbarkeit als Verletzlichkeit, als individuelle Sensibilität, dann wird man eher eine Haltung der Vorsicht haben. Man wird versuchen, die Verletzlichkeit zu vermeiden. Man wird vielleicht sehr stark Rücksichtnahme von anderen einfordern und die vielleicht manchmal auch überfordern. Sieht man Verletzbarkeit aber als Offenheit und Berührbarkeit und versteht sie als eine geteilte Angelegenheit, dann geht das nicht so sehr darum, dass man die Verletzbarkeit beherrscht oder dominiert oder kontrolliert, sondern sie wird dann Teil der menschlichen Verbundenheit. Und dann kann man Verletzbarkeit und Verletzungen wie Gefühlen, wie Angst und Schmerz einen Platz im Leben geben. Dann können wir anschließend fragen, was können wir daraus gewinnen, dass wir als Menschen alle verletzbar sind? Was heißt denn das für unseren Umgang miteinander? Wer lebendig ist, ist auch verletzbar und zeigt sich offen gegenüber der Welt, sagt Dr. Barbara Schmitz von der Uni Basel. Verletzbarkeit hängt damit zusammen, dass der Mensch ein soziales Wesen ist. Wie verletzlich man ist, bekommt man dann zu spüren, wenn jemand seine Macht ausübt. Und eng einher mit der Verletzbarkeit geht auch die Würde des Menschen. Die Verletzbarkeit hat einige Auswirkungen auf das menschliche Miteinander. Das erste ist, wenn man das so ernst nimmt, die Verletzbarkeit, und sagt, es geht eigentlich um lebendige Verletzbarkeit, dann sieht man zunächst mal, wir teilen das mit allen lebendigen Wesen. Also mit einem Hund und mit einer Erdkröte, genauso wie mit einer Eiche und einer Sonnenblume. Die alle sind nämlich auch verletzbar. Und das bedeutet dann auch, dass wir einen bestimmten Blickwinkel, glaube ich, auf Natur entwickeln können, der darüber hinausgeht, dass wir einfach nur denken, wir haben es bei Natur mit einem Ökosystem zu tun, das irgendwie gestört werden kann und das wir irgendwie reparieren können. Dann können wir vielleicht eher das Ganze naturethisch so verstehen, dass wir sagen, wir haben eine Verbindung mit allem, was lebendig ist, und wir sollten das Lebendige schützen und deswegen auch das Ökosystem schützen. Der zweite kurze Punkt ist, dass natürlich es bei Verletzbarkeit immer auch um Macht geht. Andere Menschen, das habe ich vorhin schon gesagt, können uns verletzen.
Sie können uns schlagen, foltern, anspucken, Waffen gegen uns richten. Sie können uns demütigen, kränken, missachten, physisch und psychisch krank machen. Sie können uns töten. Menschen sind nicht nur verletzbare Wesen, sondern auch verletzende Wesen. Und manchmal verletzen wir alle auch unabsichtlich. Das heißt, wer über Verletzbarkeit nachdenkt, muss dann auch über Macht nachdenken und muss sich überlegen, was hat Macht mit Verletzbarkeit zu tun? Und dann sieht man eben, dass Macht nicht wegzudenken ist, glaube ich, aus Verletzbarkeit und Verletzbarkeit natürlich verschlimmern kann, verstärken kann, ausnutzen kann, eskalieren lassen kann. Das Macht aber auch Verletzbarkeit mindern kann, verringern kann, vergessen machen kann. Das Macht Menschen schützen kann und sie in ihrer Entwicklung unterstützen kann. Das heißt, wir sollten gut darüber nachdenken, welche Machtverhältnisse wir haben und wie Macht Ausdruck einer positiven Kraft zwischen Menschen werden kann. Als drittes geht es natürlich auch um Gerechtigkeit, wenn wir bei Verletzbarkeit anfangen. Also zunächst geht es natürlich ganz allgemein mal darum, dass man sagen kann, ja, aus Verletzbarkeit folgt, dass eine Gesellschaft jedem Menschen ein würdiges Leben bereitstellen muss. Also Verletzbarkeit ist gewissermaßen der Grund, warum wir überhaupt von der Würde eines Menschen reden können, warum wir überhaupt die Idee einer Würde brauchen. Wären wir nämlich unverletzbar, wir bräuchten gar keine Idee von Würde. Warum auch? Das heißt, die ganze Idee von Würde hängt damit zusammen, dass wir ja verletzbar sind. Wenn wir jetzt an die beschleunigte Gesellschaft denken, dann sehen wir natürlich schnell, dass Verletzbarkeit dazu einem besonderen Problem wird. Denn dadurch, dass wir besonders offen sind als Menschen, kommt es natürlich in der beschleunigten Gesellschaft eher dazu, dass wir auch besonders verletzbar werden. Dass wir unsere Verletzbarkeit auch irgendwie gesteigert erfahren. Und vielleicht ist diese ganze Hypersensibilität, um die es jetzt manchmal so stark geht, auch einfach ein Resultat dieser beschleunigten Gesellschaft. Denn die Berührbarkeit, die wir ja als Menschen so sehr brauchen, die wird in der beschleunigten Gesellschaft nicht zur Nähe, sondern eher zu so einer flüchtigen Begegnung. Und man erfährt dann in einer beschleunigten Gesellschaft nicht mehr so sehr, dass Menschen ihre Verletzbarkeit teilen, sondern man fühlt sich eher einsam. Eine beschleunigte Gesellschaft ist auch eine einsame und verletzbare Gesellschaft. Also das heißt, wer über Verletzbarkeit nachdenkt, der muss auch unbedingt, denke ich, über Einsamkeit nachdenken. Denn Verletzbarkeit ist ja eigentlich das, was uns miteinander verbindet, habe ich vorhin gesagt, was uns Menschen Verbundenheit miteinander spüren lassen kann. Und wenn das in einer beschleunigten Gesellschaft verloren geht, dieses Gefühl der Verbundenheit, dann wird Einsamkeit natürlich zu einer besonders schweren Bürde. Und es ist vielleicht kein Zufall, dass sich gerade einige Gruppen besonders einsam in unserer Gesellschaft fühlen. Also Studien zeigen ja immer wieder, dass das alte Menschen sind, Jugendliche, Menschen mit Migrationshintergrund, Menschen mit Behinderung und Menschen mit schweren Erkrankungen. Eine beschleunigte Gesellschaft macht Verletzbarkeit zum Makel und unterwirft sie der Kontrolle. Das ist aber, glaube ich, nicht unbedingt der richtige Weg, sondern es geht vielmehr darum, dass wir vielleicht dieses Idealbild des Menschen, der hauptsächlich autonom ist und damit auch in der beschleunigten Welt prima klarkommt, dass wir das Bild ein bisschen ändern und uns immer wieder klar machen, dass in der beschleunigten Gesellschaft Menschen auch besonders verletzbar sind. Und dann können andere Werte natürlich ins Zentrum rücken, Werte wie Solidarität, Mitgefühl, Gemeinsinn, Verantwortung für andere. Radio Vorarlberg, Fokus. In Fokus spricht heute Philosophin Barbara Schmitz von der Universität Basel über Verletzbarkeit und Resilienz. Jetzt geht sie auf dieses Wunderwuzi-Allheilmittel Resilienz ein, das beinahe an den antiken Unverwundbarkeit-Mythos erinnert. Barbara Schmitz zerpflückt diese fast schon magisch klingende Resilienz genüsslich. Das ist ja nun wirklich ein Begriff, der eine unglaubliche Karriere gemacht hat. Er scheint so in etwa das Zauberwort zu sein, wenn es um Verletzbarkeit geht. Also wenn man Menschen fragt, ja, wie soll man mit Verletzbarkeit umgehen, dann kommt als immer diese Antwort, man soll einfach resilient sein. Denn ein Mensch, der resilient ist, so lautet die gängige Auffassung, der hat irgendetwas, eine Kraft, ein Vermögen, eine Fähigkeit, wodurch er wie so ein Stehaufmännchen ist. Wenn dem was passiert, also irgendein Schicksalsschlag, eine Krankheit oder etwas, dann steht er einfach wieder auf und ist genauso lächelnd wie vorher.
Und die ganze Resilienzforschung dreht sich darum, herauszufinden, ja, was ist denn dieses Etwas, das manche Leute haben und andere nicht, so dass ein Teil resilient ist und der andere Teil eben nicht. Ebenso wie der Begriff vulnerabel wird der Begriff Resilienz inzwischen in allen möglichen Kontexten gebraucht. In der Pädagogik, die sich mit der Resilienz von Kindern beschäftigt, in der Gerontologie in Bezug auf alte Menschen, in der Soziologie bei der Frage nach der Resilienz von gesellschaftlichen Systemen, aber auch in der Biologie als Resilienz von Ökosystemen. Im Materialbau wird damit eine Qualität von widerstandsfähigen Materialien bezeichnet. In der Zahnmedizin heißt die Mundschleimhaut so, wenn sie besonders gut intakt ist. In der Energiewirtschaft werden technische Systeme als resilient bewertet, wenn sie beim Teilausfall nicht vollständig versagen. Sogar in der Mathematik wird der Begriff angewandt und ganz besonders natürlich im Management. Also nicht nur die Manager selbst üben sich, zumeist in allerlei Kursen, in der persönlichen Resilienz. Auch das Unternehmen soll resilient sein, ebenso wie das globale Finanzsystem oder eben die Schweizer Banken. Auffällig ist, dass der Begriff Resilienz stets positiv besetzt ist. Wer von Resilienz redet, meint damit Stabilität und Sicherheit, Kontrolle und Kraft, Stärke und Beherrschbarkeit. Es wird damit suggeriert, dass es Strategien, Regeln, Maßnahmen, Faktoren gibt, die Resilienz fördern. Resilienz scheint irgendwie machbar. Ja? Er ist ein Gegenmittel gegen Störungen, gegen Widrigkeiten, gegen Versagen, gegen Ohnmacht, ausgeliefert sein und Schwäche. Der Gegenbegriff ist dann meist Vulnerabilität und eigentlich möchte ja niemand vulnerabel sein, sodass eigentlich alle resilient sein möchten. Denn wer das nicht sein möchte, der scheint sich irgendwie der Schwäche anheimzugeben, sich auszuliefern, sich aufzugeben, ja irgendwie zurückzubleiben. Aber klappt das wirklich so mit der Resilienz? Also ist Resilienz wirklich so ein Allheilmittel? Oder muss man sich das eigentlich mal genauer angucken? Wenn man sich die Geschichte anguckt, dieses Begriffs Resilienz, dann fällt auf, dass sich das immer mehr ausgeweitet hat, also schon nur jetzt, wenn es um den Menschen geht. Der Begriff Resilienz stammt eigentlich von der Psychologin Emmy Werner, die auf einer Insel, auf einer hawaiianischen Insel heißt es, glaube ich, die festgestellt hat, dass ein Drittel der Kinder, die dort aufgewachsen sind, und zwar unter sehr schwierigen Bedingungen, Armut, Drogenmissbrauch der Eltern, schwierige Bedingungen, familiäre Bedingungen jeglicher Art, dass ein Drittel dieser Kinder sich trotzdem gut entwickelt hat, also später im Leben zurechtgekommen ist. Und um diese Kinder zu beschreiben, hat diese Psychologin den Begriff Resilienz in den 70er Jahren eingeführt. Das hat dann sich dann aber ausgeweitet, sodass man als nächstes gesagt hat, ja, man benennt damit ein Vermögen, wie man Krisen im Leben bewältigt. Und dann als drittes noch, wie man den stressigen Lebens- und Arbeitsalltag übersteht. Das heißt, es geht eigentlich um drei Fragen. Wie schaffen es Kinder, trotz ungünstiger Bedingungen eine positive Entwicklung zu durchleben? Wie kann man Krisen im Alltag überstehen? Und wie kann der stressige Lebensalltag bewältigt werden? Und Resilienz ist dann so eine Art Superpower, die verspricht, für alle diese drei Fragen eine Antwort zu geben. Also eine Unverwüstlichkeit, eine Immunisierung. Ja, wenn man sich das so anguckt, dann hat man das Gefühl, das ist vielleicht gar nicht so wahnsinnig weit weg von dem, was die griechischen Mythen und antiken Mythen insgesamt versucht haben, dass sie nämlich eine Unverwundbarkeit angestrebt haben. Vielleicht steckt das hinter dem Begriff Resilienz auch so ein bisschen, dass man irgendwie denkt, ja, es gibt so eine Fähigkeit, eine Resilienz und wenn wir die haben, dann kommen wir mit allem zurecht. Aber klappt das wirklich so? In den meisten Büchern wird Resilienz als Anpassung verstanden. Aber Anpassung an was denn eigentlich ganz genau? Also das führt darauf, sich zu fragen, wie misst man denn eigentlich resilient? Also ist ein Kind dann resilient, wenn es gute Schulnoten schreibt, sich leistungsfähig herausstellt, obwohl es in der Familie mit Armut, Trennung und psychischen Problemen der Eltern konfrontiert ist? Ist ein Erwachsener dann resilient, wenn er nach einem Trauerfall bald wieder arbeiten und feiern kann? Ist jemand resilient, wenn es ihm gelingt, einen furchtbar stressigen Alltag zu bestehen, also vielleicht eine furchtbare tyrannische Chefin zu ertragen, ebenso wie den mürrischen Partner, sich noch um kleine Kinder zu kümmern und auch noch Zeit für anspruchsvolle Hobbys hat?
Ist so eine Frau resilient? Sollen wir das anstreben? Sollen wir Resilienz eigentlich anhand der eigenen Zufriedenheit messen? An der Erfüllung selbstgesetzter Ziele? An einem positiven Selbstbild und Selbstvertrauen? Oder, das sagen auch manche Ratgeber, liegt Resilienz erst dann vor, wenn man durch das Leben irgendwie gestählt worden ist. Also wenn man erst ganz besonders schlimme Sachen erlebt hat. Wenn man Resilienz im Kern als Anpassung versteht, dann stellt sich die Frage Anpassung woran und ist diese Anpassung eigentlich immer wünschenswert? Der Begriff Resilienz leistet natürlich Vorschub in die allgemeine Unterteilung von Menschen in entweder resilient oder vulnerabel. Das heißt, wir haben hier schon wieder die Idee, dass Verletzbarkeit eigentlich eine Art Stigma ist, also dass das sehr negativ konnotiert ist. Mittlerweile gibt es sogar biologische Forschungen und man versucht herauszufinden, ob es eine genetische Ausstattung als Ursache für Resilienz gibt, was natürlich also dem Missbrauch Tür und Tor öffnet. Was machen wir stattdessen? Was machen wir jetzt mit diesem Resilienzbegriff? Also, wenn ich sage, ist Anpassung eigentlich immer wünschenswert, dann verweist das natürlich darauf, dass es vielleicht manchmal gar nicht so schlecht ist, wenn Menschen nicht sofort resilient reagieren, sondern man dadurch vielleicht auch was sehen kann, was nicht so gut passt. Also kommen wir nochmal auf die Kinder zurück. Immer mehr Kinder und Jugendliche leiden in der Schule unter Leistungsdruck. Psychische Erkrankungen nehmen ständig zu. Ich arbeite selber auch noch an einem Gymnasium. Ich sehe das beständig. Jetzt sollen wir dann einfach sagen, wir müssen diese Kinder resilient machen, also wir müssen die möglichst gut irgendwie stählen, sodass sie irgendwie mit allem klarkommen und in der Leistungsgesellschaft ein leichtes Spiel haben und in der Schule mit allen Tests und allem gut zu Rand kommen. Oder sollen wir vielleicht lieber sagen, wir gucken uns mal die Bedingungen der Schule an und gucken, was wir da vielleicht auch ändern können, sodass man nicht nur als besonders resilientes Individuum da durchkommt. Also, was ich sagen will, ist irgendwie, dass der Begriff der Resilienz Kritik an Bedingungen verstecken kann. Und das, denke ich, ist problematisch und ich denke, das sieht man ganz besonders in der Arbeitswelt. Da gibt es ja jede Menge Kurse, wie man resilient wird. Also da hat sich ein ganz lukrativer Markt entwickelt. Und das sind dann immer auch dieselben Elemente, die dann da unterrichtet werden in diesen Kursen. Also wie sowas wie, man solle optimistisch sein, Akzeptanz gegenüber allen möglichen üben, lösungsorientiert sein, keine Opferrolle einnehmen, ein Erfolgsnetzwerk haben, eine positive Zukunftsplanung und sich in dem üben, was die gern so Selbststeuerung nennen, also man soll möglichst gut seine eigenen Gedanken und Gefühle kontrollieren. Und dann wird immer vermittelt in diesen Kursen, man kann das lernen, man kann das erwerben, man kann an sich arbeiten, man kann sich wappnen, sodass man das alles, was auf einen zukommt, den schlimmen Chef und die nächste große Krise mit der Ehefrau gut übersteht. Ich bin skeptisch, ob das der richtige Weg ist. Mit der Forderung, resilient zu sein, wird nämlich manchmal Kritik totgeschlagen, etwa Kritik an den Arbeitsbedingungen. Im Sinne von, nicht die Umstände sind schuld, du musst dich schon selbst stählen. Und Barbara Schmitz zeigt gleich anhand eigener Erfahrungen auf, dass die Bedingungen in einer beschleunigten Leistungsgesellschaft, in der man doch bloß resilient sein braucht, um mitzuhalten, dass die noch härter geworden sind. Also unsere moderne Arbeits- und Lebenswelt ist ja ein ständiger Dauerlauf. Und ich denke da auch an meine eigenen Erfahrungen. Auch ich bin lange mitgerannt in diesem Dauerlauf. Als alleinerziehende Mutter von einer Tochter mit Behinderung und beruflich als Wissenschaftlerin tätig, war das durchaus ein sehr stressiges Leben, zumal ich mich auf Qualifikationsstellen befand, die immer nur befristet waren, immer mit der Frage, oh Gott, wird der Vertrag auch verlängert? Es war ein sehr hierarchisches und kompetitives Umfeld, ein ständiger Kampf um Posten, Gelder, Anerkennung. Und zu Hause habe ich mich bemüht, meiner Tochter gerecht zu werden, sie zum Reiten, zum Trompetenunterricht, zur Ergotherapie zu bringen, mit ihr Ausflüge zu machen und für sie trotz aller Müdigkeit und Erschöpfung da zu sein. Aber meistens bin ich schon abends beim Gutnachtgeschichte-Lesen vorher eingeschlafen. Und in diesem Dauerlauf hatte ich dann auch noch ständig ein schlechtes Gewissen, sowohl meiner Tochter Carlotta gegenüber wie auch der Arbeit. Ich denke, einige werden das wiedererkennen. Alles musste immer schnell gehen, es galt effizient und leistungsstark zu sein. Nachts habe ich dann immer gedacht, oh je, schaffe ich das alles, was am nächsten Tag kommt? Und ich hatte immer öfter so ein Bild von so einer Maschine vor mir.
Und zwar eine große, schwere Maschine, die ihre Zahnräder dreht, Fließbänder, Kurbel, alles bewegt sich, sie produziert und arbeitet, aber das Tempo musste immer schneller gehen, also die beschleunigte Gesellschaft. Und ich spürte aber, es ging eigentlich immer schwerer und schwerer. Die Maschine wurde irgendwie immer lauter, immer schwerfälliger. Jede einzelne Bewegung kostete immer mehr Kraft. Und es fühlte sich irgendwie so an, als würde die ständig Öl verlieren. Und ich hatte natürlich furchtbare Angst, die würde eines Tages stehen bleiben und wäre nicht mehr in Gang zu setzen. Dieses Bild, denke ich, trifft es ganz gut, was mit beschleunigter Gesellschaft gemeint werden kann und etwas, was viele, glaube ich, kennen. Die ständige Leistungsbereitschaft, die Flexibilisierung der Arbeitswelt, das allgemeine Lebenstempo, die ständig länger werdenden To-Do-Listen, volle Terminkalender, immer effizient, immer den Anspruch, auch in der Freizeit möglichst gewinnbringend aktiv zu sein. Probleme mit Betreuungseinrichtungen, Digitalisierung, damit die ständige Erreichbarkeit, immer der Wunsch, alles optimal zu erleben. Puh, da wird man schon beim Vorlesen ja ganz müde. Radio Vorarlberg. Fokus. Themen fürs Leben. Mit Georg Fabian. Philosophin Barbara Schmitz führt nun ins Treffen, dass man doch die Arbeitsbedingungen verbessern könnte. Gewisse Arbeitsbosse, aber auch Behörden sehen die Resilienz nämlich allzu erfolgsversprechend. Und dann ist Resilienz natürlich, hat dann ein großes Verheißungspotenzial. Also das ja auch Krankenkassen und Arbeitgeber längst erkannt haben, denn diese ganzen Erschöpfungsprobleme des modernen Menschen sind ja auch ein ökonomisches Problem. Und diese Weiterbildungen zur Resilienz, die versprechen dann, Zitat, Seelenpower oder sie wollen das Energieniveau heben und ausbalancieren, das Nervensystem boostern. Also in meinem Bild, die versprechen eigentlich Öl für die Maschine und zwar ganz, ganz viel. Aber ist das wirklich der richtige Weg, dieser Maschine immer mehr Öl zu geben? Sollen wir nicht lieber mal fragen, ob man nicht die Arbeitswelt auch irgendwie umgestalten könnte, sodass man nicht die ganze Zeit das Gefühl hat, man braucht Individuen, die resilient sind? Denn resiliente Individuen halten das System natürlich auch am Laufen. Das muss man sich bewusst machen. Das heißt, man muss vielleicht anders ansetzen und muss sagen, ja, kann man nicht auch eine Arbeitswelt gestalten, wo es anders läuft? Und da denke ich mal wieder an meine Tochter Carlotta, von der ich ja insgesamt sehr viel gelernt habe. Also meine Tochter hat eine geistige Behinderung und ich kenne niemanden, der so gern arbeitet wie meine Tochter. Also ich kenne absolut niemanden. Also verglichen mit allen stressgeplagten Zeitgenossen, mit denen ich sonst so zu tun habe, ist meine Tochter wirklich also unglaublich. Die geht jeden Morgen fröhlich los und kommt abends froh gelaunt nach Hause und ist total gut aufgelegt und erzählt von ihrem Arbeitstag. Und wenn sie krank ist, ist sie traurig, dass sie nicht arbeiten kann. Also für Carlotta wäre ein Leben ohne Arbeit unvorstellbar. Ja, also das ist, die hat zuerst, muss man vielleicht noch sagen, in einer Bäckerei, einer Institution gearbeitet. Dann haben wir ein Jahr im Engadin gelebt, da hat sie in der Küche einer Institution gearbeitet. Und heute arbeitet sie in einem inklusiven Hotel im Service, worüber sie sehr glücklich ist. Sie ist sehr kontaktfreudig und sie findet das, die Arbeit im Service einfach wunderbar. Ja, und dann habe ich mich natürlich gefragt, woher kommt denn das, dass wir anderen eigentlich alle immer so erschöpft sind und Carlotta so fröhlich da durchmarschiert durch die Arbeitswelt. Und dann, ich glaube, die Antwort ist komplex. Also ich glaube, die hat mit vielen verschiedenen Sachen zu tun. Warum was bei Carlotta, obwohl sie ja auch viel zu tun hat, also ich meine im inklusiven Hotel, die haben einen großen Brunch am Wochenende immer, da sind ganz viele Menschen, die irgendwie bedient werden müssen. Auch die haben nicht immer genug Personal. Und trotzdem scheint Carlotta da recht unberührt durchzugehen. Also Carlotta scheint es, gewinnt dadurch Kraft und braucht nicht Resilienz, um zu arbeiten, komischerweise. Und ich glaube, das hat zum einen damit zu tun, dass für Carlotta Arbeit Sinn stiftet. Sie gibt ihr irgendwie Erfüllung. Also Carlotta arbeitet nicht für Geld, nicht für Status, nicht für Karriere. Die arbeitet schlichtweg, weil es ihr Spaß macht. Und sie hat auch nicht das Gefühl, sie muss das alles optimieren. Sie möchte gern dazu lernen. Sie ist sehr eifrig dabei, wenn ihr jemand was erklärt oder so. Und sie freut sich enorm über Rückmeldung. Also wenn ein Kollege ihr immer bescheinigt, dass der Cappuccino besonders gut schmeckt, wenn sie ihn ausschenkt. Über solche Bemerkungen freut sie sich furchtbar. Aber sie steht nicht unter diesem Imperativ, immer alles schneller, immer alles besser und alles optimal zu machen. Sondern einfach so, dass man es gut macht und damit gut zurankommt.
Es ist auch durchaus, glaube ich, in den Arbeitsplätzen, wo Carlotta war, möglich, dass auch mal ein Tag dabei ist, an dem sie mal einen schlechteren Tag hat. Also wo es vielleicht alles ein bisschen langsamer geht, wo es nicht alles in der gleichen guten Weise geht. Und ich glaube, auch das ist sehr wichtig. Also dass man die Möglichkeit hat bei einem Arbeitsplatz, dass es auch schlechte Tage gibt und dass darauf dann auch Rücksicht genommen werden kann. Also das Tempo muss sich dem Menschen anpassen, nicht der Mensch dem Tempo. Und man kann durchaus auch mal Rücksicht nehmen auf individuelle Beschränkungen. Auch kommt hinzu, dass es bei Carlotta, wenn sie gearbeitet hat, auch wenn sie heute arbeitet, nie nur um die Arbeit geht, sondern das geht immer ganz wesentlich auch darum, andere Menschen zu treffen, mit diesen Menschen zu reden, mit ihnen was zu machen. Sie haben ein sehr, sehr starkes Gemeinschaftsgefühl dort, wo Carlotta arbeitet. Und dieses Gefühl, Teil von so einer Gemeinschaft zu sein, ist für sie enorm wichtig. Dazu gehört auch, dass das Team für sie sehr wichtig ist. Also wenn Carlotta bei einem neuen Arbeitsplatz schnuppert, dann ist die Stimmung für sie das ausschlaggebende Kriterium. Wenn eine hektische, angespannte Stimmung und ein rauer Ton herrscht, dann sagt sie, nein, da will sie nicht arbeiten. Wenn dagegen alle miteinander arbeiten und sich auch mal gegenseitig helfen und viel gelacht wird, also in Engadin hat der italienische Koch immer eine kleine Arie vor den Kochtöpfen gesungen, dann fühlt sie sich wohl. Also man muss nicht perfekt sein, sondern das Ganze ist ein sehr menschlicher Umgang miteinander. Und wenn Fehler passieren, versucht man die gemeinsam zu lösen. Also man könnte insgesamt sagen, bei Carlotta arbeiten die Menschen nicht gegeneinander, sondern wirklich miteinander. Und das scheint mir ein ganz wichtiger Schlüssel zu sein. Man muss nicht immer besser und toller und effizienter sein als der Arbeitskollege, sondern man arbeitet miteinander und versucht gemeinsam etwas zu schaffen. Resilienz sollte jemanden eigentlich zum Umgang mit Schwerem und Schlimmem im Leben befähigen. Wie kann das gehen? Jedenfalls nicht durch Anpassung, sagt Barbara Schmitz. Verletzbar ist man, wie die Philosophin schon ausgeführt hat, in der Gemeinschaft. Um nicht allein zu sein, muss man anderen vertrauen. Vertrauen ist sowas wie eine akzeptierte Verletzbarkeit. Das Erste, was ich glaube, was sehr wichtig ist, wenn es um die Frage geht, wie gehen wir mit Schwerem und Schlimmem um, also mit Krankheiten, mit Schicksalsschlägen, mit Verlust und Tod und Behinderung, alles, was einem Menschen an Schwierigen widerfahren kann im Leben. Und jedem Menschen widerfährt ja Schwieriges. Das gehört zum menschlichen Leben dazu. Das Erste, was ich gerne nennen möchte, ist Vertrauen. Vertrauen ist eine Fähigkeit, die ganz zentral scheint für den Umgang mit Schwierigen und Schlimmen. Denn Vertrauen hat mit unserer Verletzbarkeit natürlich unmittelbar direkt zu tun. Also, und auch wenn wir an den Anfang des Lebens denken, dann ist es ja so, ein Kind vertraut seinen Eltern erstmal ganz fraglos. Also die Beziehung zu anderen Menschen spielt von Anfang an als vertrauensvolle Beziehung eine ganz wichtige Rolle. Und im späteren Leben bei Schicksalsschlägen ist die Möglichkeit, anderen zu vertrauen und dadurch Verletzbarkeit eben zu teilen, glaube ich, etwas ganz Wesentliches, um mit Schwerem und Schlimmem klarzukommen. Also, dass wir als Menschen Verletzbarkeit teilen, macht es für uns auch möglich, zu vertrauen. Das macht es dann für uns auch möglich, dass Verletzungen heilen können, also dass in Krisenzeiten Einsamkeit überwunden wird, dass man merkt, man ist ja gar nicht so alleine damit, wie man es vielleicht gedacht hat. Verletzungen werden dann auch mitteilbar, also sie werden teilbar. Nun ist das mit dem Vertrauen natürlich und der Verletzbarkeit auch nicht ganz einfach, weil das Vertrauen natürlich auch wieder Verletzbarkeit schafft. Also immer, wenn ich jemandem vertraue, bin ich auch verletzbar. Es ist nicht möglich, jemand anderem zu vertrauen, ohne auch gleichzeitig verletzbar zu sein. Das ist der Unterschied zur Kontrolle. Wenn ich jemanden kontrolliere, dann muss ich ihm nicht vertrauen, dann bin ich auch niemals in gleicher Weise verletzbar. Aber wer jemanden vertraut, weiß immer auch, er kann enttäuscht werden. Gleichzeitig ist aber auch nur durch das Vertrauen echte Wertschätzung und Nähe möglich, die durch Kontrolle niemals in gleicher Weise möglich ist. Wenn ich dem anderen Raum gebe und Freiheit gebe, dann vertraue ich ihm. Und das gibt mir eine ganz andere Möglichkeit, ihm zu begegnen. Vertrauen wird somit in der Philosophie manchmal auch als akzeptierte Verletzbarkeit beschrieben. Und das verhilft vielleicht dazu, zu verstehen, warum es manchmal so schwer ist, zu vertrauen. Philosoph Martin Hartmann, der sich ausführlich mit dem Vertrauen beschäftigt hat, der hat gerade ein Buch geschrieben, in dem er beschrieben hat, dass die gegenwärtige Vertrauenskrise weniger darin besteht, dass wir niemanden finden, dem wir vertrauen können, sondern dass wir selbst Mühe haben zu vertrauen.
Also es gäbe schon genug, denen wir vertrauen könnten. Nur wir selbst haben Angst vor unserer Verletzbarkeit und wollen deshalb lieber nicht vertrauen. Das heißt, wir müssen uns das bewusst machen, wenn wir vertrauen, dass wir dadurch natürlich auch verletzbar werden. Und darum ist es eben auch so wichtig, Verletzbarkeit nicht einfach nur als Störfaktor zu verstehen, sondern als Quelle eines Miteinander. Und Vertrauen gibt es dann auch natürlich als Haltung gegenüber mir selbst. Und dann ist das vielleicht nicht so was wie bei der Resilienz, dass ich irgendwie denke, naja, ich stehe alles durch, an mir prallt alles ab, sondern dass ich denke, ich habe genug Vertrauen in mich, um das zu versuchen. Und wenn es mir nicht gelingt, dann werde ich damit hoffentlich auch umgehen können. Also, das denke ich, Vertrauen ist das erste Element. Das zweite ist der Begriff der Hoffnung, der mir immer wieder sehr wichtig scheint, wenn es um den Menschen geht. Also, wenn uns Schweres und Schlimmes widerfährt, dann ist das ja durchaus etwas, wo wir das Gefühl haben, hey, das ist jetzt eine ganz auswegslose Situation. Und dann, denke ich, ist Hoffnung ein ganz entscheidender Zug des Menschen. Also Hoffnung, glaube ich, ist für Menschen überhaupt nicht zu unterschätzen. Und das ist was ganz Besonderes, dass ein Mensch hoffen kann, denke ich. Weil das was anderes ist als Erwartung. Wenn ich etwas erwarte, dann denke ich, das wird sicher eintreffen. Beim Hoffen weiß ich immer schon, vielleicht tritt es ein, vielleicht auch nicht. Wer hofft, weiß, das liegt nicht völlig in meiner Macht. Es kann sein, dass es nicht eintritt. Also im Hoffen erkenne ich gleichzeitig meine Macht und meine Ohnmacht an. Wenn ich auf etwas hoffe, werde ich mich so verhalten, dass es möglichst eintritt, aber es kann sein, dass es trotzdem nicht eintritt. Also hoffen heißt ja nicht, ich kann es planen, sondern es heißt halt, ich hoffe drauf. Und das, denke ich, ist was sehr Wichtiges und vielleicht wäre das Schlimme im menschlichen Leben gar nicht zu ertragen, wenn es nicht auch die Hoffnung gäbe. Also denken Sie, dass Sie daran, dass das das Letzte ist, was in der Büchse der Pandora zurückgeblieben ist als Gegenmittel gegen all das Schlimme. Hoffnung, und damit bin ich wieder bei der beschleunigten Gesellschaft, braucht aber Zeit. Also man kann sich ja nicht einfach so vornehmen zu hoffen. Also man kann auch nicht sagen, ja ab jetzt hoffe ich nur noch. Sondern der österreichische Philosoph Ludwig Wittgenstein hat mal geschrieben, nun, das tägliche Leben wird nach und nach zu dem, worin für Hoffnung Platz ist. Das heißt, Hoffnung ist nicht so etwas wie, ja jetzt plötzlich habe ich's, sondern es ist eher so, dass man plötzlich merkt in einer schwierigen Situation, ah, jetzt plötzlich war etwas besser, plötzlich war Licht da, obwohl es sonst recht dunkel war. Und so wächst Hoffnung nach und nach in einem täglichen Leben, bis man dann irgendwann hoffentlich Zuversicht hat und wieder hinausgehen kann in die Welt. Das heißt, Hoffnung ist etwas, eine Pflanze, die Zeit braucht, die nach und nach wächst und die auch andere Menschen oft braucht. Denn hoffen können wir gemeinsam mit anderen. Also auch für Hoffnung ist Einsamkeit natürlich sehr schlecht. Also Hoffnung ist etwas, was miteinander erworben wird. Und als drittes möchte ich jetzt noch den Mut erwähnen. Also, ich zitiere Ihnen ein kurzes Gedicht des italienischen Dichters Giuseppe Ungaretti, das heißt Freude der Schiffbrüche. Das heißt, auch nach diesem Schiffbruch nimmst du die Fahrt wieder auf, ein überlebender Seebär. Ja, ein Seebär, der wieder nachdem ihm etwas Schweres und Schlimmes passiert ist, hinaussegelt in die Welt, braucht natürlich Mut. Und ich glaube, das ist jetzt etwas anderes als die Anpassung, die die Resilienz beschrieben hat. Also ich glaube, den Mut, den viele Menschen gewinnen, nachdem sie Schweres und Schlimmes erfahren haben, nach Schicksalsschlägen, das ist ein Mut, durch den man irgendwie neue Meere befahren kann, andere Routen. Ein Mut, durch den man irgendwie vielleicht manche gesellschaftlichen Normen und vorgegebenen Lebensmuster in Frage stellen kann. Ein Mut, scheinbare Selbstverständlichkeiten neu zu betrachten. Also ein Mut, der quer zur Anpassung steht, wie das Resilienz immer so fordert. Und zwar ein Mut, der auch nicht die Augen dafür verschließt, dass das Leben manchmal hart und schlimm ist. Also der nicht einfach sagt, wir sind resilient und dann gibt es nichts wirklich Schlimmes mehr. Sondern ein Mut, der das auch zulassen kann und sagen kann, ja, wie die österreichische Dichterin Ingeborg Bachmann, die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar. Also auch ein Mut zur Wahrheit und Mut dazu, dass das Leben nicht immer leicht ist und dass uns andere Menschen auch manchmal verletzen, auch wenn sie es vielleicht gar nicht möchten. Also das auch noch als Bemerkung zu der Überbetonung der Hypersensibilität. Ja, eine Maschine, habe ich vorhin gesagt, braucht Öl. Aber der Mensch ist ja gar keine Maschine, die nach Schicksalsschlägen einfach weiterläuft. Kein Stehaufmännchen, das wie so genauso lächelnd wieder zurückschnellt.
sondern vielleicht ist der Mensch mehr so eine Art Baum. Ein Baum, der Sonne und Kälte kennt, Schnee trägt. Ein Baum, dem Schaden zugefügt werden kann, dem Äste abgehauen werden können. Und die wachsen dann auch nicht einfach so nach, sondern die hinterlassen dann vielleicht auch Narben am Stamm oder der Baum wächst ein bisschen krumm und schief. Oder der Wind stutzt ihn ein bisschen zur Seite oder sogar ein Blitz spaltet ihn der Länge nach. Trotzdem kann der Baum im Frühling wieder austreiben. Ein gutes Klima, Sonne und Wärme werden ihm dabei helfen, sich zu erholen. Und vielleicht erst ganz zaghaft, vielleicht irgendwann mit neuen grünen Ästen und hellen Blüten. Und vielleicht dann auch ein bisschen verwachsen, vielleicht ein schiefer, ein knorpeliger Baum, der aber trotzdem sehr schön ist. Der Verletzbarkeit hält Barbara Schmidt schließlich etwas entgegen, für das in einer beschleunigten Gesellschaft wenig Zeit bleibt. Die Zärtlichkeit. Wir haben hoffentlich verschiedene Antworten auf Verletzbarkeit kennengelernt. Wir haben gesehen, dass Verletzbarkeit zum menschlichen Leben dazugehört, dass es die Kehrseite dessen ist, dass wir der Welt gegenüber offen und berührbar sind. Wir tun gut daran, Verletzbarkeit weder als Störfaktor zu begreifen, noch sie als individuelle Sensibilität einfach zu verherrlichen, sondern einfach zu verstehen, Mensch sein heißt verletzbar sein. Vertrauen, Hoffnung, Mut, man könnte noch Sinn hinzufügen, können wertvolle Elemente eines Lebens mit Verletzbarkeit sein. Es gibt noch eine Antwort auf Verletzbarkeit mit einem Begriff, der ein bisschen aus der Mode gekommen ist. Und zwar könnte man sagen, wenn wir Verletzbarkeit als Offenheit und als Berührbarkeit gebrauchen, dann ist vielleicht Zärtlichkeit die schönste Antwort auf Verletzbarkeit. Dieser Begriff gilt ja heute eher als ein bisschen naiv und sentimental, vielleicht auch pathetisch. In der beschleunigten Welt, in der Körper mehr so Objekte der Optimierung sind, ist der Begriff Zärtlichkeit nun wirklich ins Hintertreffen geraten, obwohl er eigentlich nur meint, dass wir uns jemand anderem behutsam, aufmerksam, sorgsam und einfühlsam nähern. Zärtlich können Menschen dann sein, wenn sie sich ihrer Verletzbarkeit bewusst sind, und Zärtlichkeit ist immer in einem Miteinander. Nur wer sich nicht verhärtet, kann zärtlich sein, und nur wer verletzbar ist, kann Zärtlichkeit spüren, geben, empfangen und vermissen. Für unsere lebendige Verletzbarkeit ist Zärtlichkeit wohl die schönste Antwort. Und man kann damit, glaube ich, auch nicht nur eine Beziehung zwischen zwei Menschen beschreiben, eine intimere Beziehung zwischen zwei Menschen, sondern eine allgemeine Haltung. Denn nicht nur eine Hand kann ja zärtlich sein, auch ein Blick, eine Geste, eine Hilfestellung, ein Satz, ein Lachen, ein Buch, eine Musik, ein Gedicht, ein Schritt, eine Bewegung, eine Handlung, eine Beziehung, eine Institution, ja vielleicht sogar ein Gesetz. Und Zärtlichkeit beinhaltet dann Vorsicht und Rücksicht, Nachsicht und Umsicht und bedeutet im gesellschaftlichen Zusammenleben Menschlichkeit, Milde und Empathie. In persönlichen Beziehungen kann durch Zärtlichkeit die Vielfalt von all dem entstehen, was wir durch ein Wort bezeichnen, nämlich Liebe. Und wahrscheinlich denken sehr viele an dieses Wort, wenn es um Verletzbarkeit geht. Denn niemand kann lieben, ohne verletzbar zu sein. Wer liebt, setzt sich dem anderen aus und nur dadurch ist Liebe erfahrbar. Was passiert, wenn man sich unverletzbar halten will, hat kaum jemand schöner formuliert als der britische Dichter C.S. Lewis. Ich lese Ihnen dieses Zitat vor, weil ich es so schön finde. Zu lieben bedeutet, sich verletzlich zu machen. Lieben Sie irgendetwas und Sie werden feststellen, dass Ihr Herz Schmerz empfindet, wenn nicht sogar gebrochen wird. Wenn Ihr Herz intakt bleiben soll, dann sollten Sie es an nichts und niemanden verschenken, nicht einmal an ein Tier. Packen Sie es sorgfältig ein in Hobbys und kleine Annehmlichkeiten, vermeiden Sie alle Beziehungen, sperren Sie es sicher ein in den Sarg Ihrer Selbstsucht. Aber in diesem Sarg, sicher, dunkel, starr, luftdicht, wird es sich verändern. Es wird nicht gebrochen, es wird vielmehr verhärtet, undurchdringlich, rettungslos verloren. Die Alternative zur Tragödie oder zumindest zum Risiko der Tragödie ist die Verdammnis. Der einzige Ort außerhalb des Himmels, an dem Sie absolut sicher vor all den Gefahren und beunruhigenden Begleiterscheinungen der Liebe sind, ist die Hölle. Ja, ich glaube ehrlich gesagt, dass meine Patentante, mit der ich diesen Vortrag hier begonnen habe, das auch gewusst hat. Sie selbst ist nämlich dem Ratschlag, die Verletzbarkeit abzulegen,
mit dem sie ja meine Kindheit begleitet hat, nicht gefolgt. Sie war ihr Leben lang eine sehr mitfühlende und warmherzige Person. Das Leid anderer war ihr steter Ansporn zu helfen. Ich wäre versucht zu sagen, dass sie ein zärtliches Verhältnis zur Welt hatte, aber sie war so eine energische Person, sie hätte dieses Wort niemals gut geheißen. Sie war für mich in meiner nicht immer einfachen Kindheit eine der Personen, die mir das gegeben hat, was wir alle angesichts unserer Verletzbarkeit brauchen und wozu Zärtlichkeit in all ihren Formen beiträgt: Geborgenheit. Und damit danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Menschsein heißt, verletzbar zu sein. Die schönste Antwort darauf ist für Philosophin Barbara Schmitz die Zärtlichkeit. Durch sie kann Liebe entstehen. Niemand kann lieben, ohne verletzbar zu sein. Der Vortrag von Barbara Schmitz wurde bei den Palais-Gesprächen in Feldkirch aufgenommen. Im kommenden Frühjahr erscheint bei Reklam ihr Buch mit dem Titel Offenheit und Berührbarkeit – neue Zugänge zu Verletzbarkeiten und Resilienz. Das war für heute Fokus. Sie können diese Sendung als Podcast jederzeit nachhören auf ORF Sound oder überall, wo es Podcasts gibt. Wenn Sie mir dort eine nette Anmerkung hinterlassen, freut mich das besonders. Danke für Ihr Interesse, sagt Georg Fabian.